Halli, hallo, hallo, liebe Leute und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Dotzdorf. Frisch am Sonntag wird es erscheinen. Hoffe ich, glaube ich und naja. Allerdings habe ich keine Ahnung, wo wir auf dem Weg hin sind. Ich habe, jemanden verloren. Chester. Und wir hoffen, dass er hier, nachdem die Nacht vorbei ist, wieder herkommt, damit wir unten unser Zeugs aufsammeln. Bei den Bienen. Da irgendwo ist er gestorben. Uns sind die zum Glück nicht hinterhergegangen. Uns haben sie nicht verfolgt. Weiß aber nicht, was jetzt... Oh. Das ist gerade ein ungünstiger Zeitpunkt. Ja, wo habe ich Holz hier? Danke. Oh Mann, oh Mann. Und ja. So. Es regnet nebenbei und ich habe keinen Anti-Regenschirm dabei. Nein, Quatsch, ein Regenschirm, kein Anti-Regenschirm. So, wir tanzen ein bisschen hier den indischen Sonnentanz. Keine Ahnung. Sieht realistisch aus, oder? So tanzt jeder Mensch. Ja, sieht... Komm, Tag! Du wirst Tag! Du wirst Tag! Oh ja, du wirst Tag. Ei, ein Ei für ein Auge oder so. Möchte ich mein Zeugs verlassen, das hier rumgammelt? Hey, hopp! Sonst töte ich dich. Das ist mein Zeugs, ja? Verdammtes Miststück! Ups. Also. Was ich jetzt wissen will, ist, ob die Pflanzen schon irgendwie... Wieso liegen die hier? Das sind nicht mal die aggressiven Bienen eigentlich. Aber die greifen mich aber an. Geh da hin. Na gut, ich würde sagen, wir haben schon alles an Gras. Wir haben hier was zu futtern. Wow, nice. 8. 20. Oh Mann, kommt Chester. Wann wirst du aufwachen? Warum sind die Bienen so aggressiv? Schau, ich muss nicht mal in die Nähe kommen, schon greifen die mich an. Shit, yo. Okay, wartet. Wir haben die vorhin da noch. Da, die warten auf mich. Da, oh, warum wachen die nicht auf? Warum bin ich nochmal hierher gelaufen? Oh, schau mal, wieso... Wieso macht die Balb hier nichts? Kann man das jemand sagen? Da wächst ja nichts. Was war das mit den Augen hier, hä? Na gut, wir gehen weg. Wir wissen, wo sie unser Zeugs hier aufbewahrt. Und es ist, glaube ich, in Sicherheit. Wir müssen erstmal weit, weit weg. Wir müssen essen und so. Das hat schon wieder 10 meiner Nahrung gekostet. Ich habe nicht mal was gemacht. Ach, shit. Chester, der enttäuscht mich. Chester ist doch... Chester ist... Komm schon. Den ganzen Tag braucht er, glaube ich, bis er erwacht, oder? Da hätte ich noch lange warten können. Ah, verdammt. Mir ist es noch ein bisschen Ernährung festgesteckt hier. Tja, ja. Die Begegnung mit diesen Bienen. Und dass sie vor Chester wirklich schlecht ablief. Okay, wir werden auf jeden Fall hungern. Und dann werden wir ein bisschen was essen. Ich meine, was garen. Also wir müssen ein bisschen warten, bis wir auch was gegart haben. Bevor wir dann endgültig am Leben sind. Maybe. Oh mein Gott. Da, da, la, la, la. Stell dir vor, ich hatte dieses Stück Fleisch nicht gegessen. Da würde ich jetzt schon langsam verhungern. Oh, so ungefähr. Oh mein Gott. Stupid! Wir müssen irgendwo was zu futtern finden. Was ist schneller? Ich glaube, da einfach zu meinem Lager zu kommen. Und das ist nicht wenig. Helferlust hier. Holy shit, Alter. Ich will nicht schon wieder sterben. Das würde bedeuten... Oh mein Gott, weil ich... Oh, weil ich unvorsichtig war. Habe ich nichts zu essen in der Tasche. Tja, hätte ich mal was zu essen gehabt. Aber wir schaffen das. Schaut, wir verlieren einen kleinen...
bisschen Energie. Dass wir überleben. Und wir haben Heilung. Also ich habe alles. Also ich habe hier nichts mehr. Dann wird das Epic Fail. So, wir essen einen einfach mal so. Okay, oh, hätte ich das. Da wir essen das. Oh Gott. Okay. Wir sind wieder dabei. Wartet. Ja, hier. Warum vergammelt das alles so schnell in dem scheiß Kühlschrank? Und da, wir können uns wieder Gemüse herstellen, oder? Dann sollen wir das auch mal wieder machen. Wird doch mal hier so langsam was wachsen. So. Ja, esst ihr mal. So, was wollen wir hier reinlegen? Gute Frage. Wo sind die Körner, die ich da hatte? Hä? Seht ihr nicht mehr? Haben wir ja nicht irgendwo einen Regenschirm? Verdammt. Ich hab keinen Platz. Da sind sie. Ich sehe sie. Puh, jetzt haben wir wieder Platz. Komm. Ein netter kleiner Regenschirm. Gut. Wir sind auch essensmäßig wieder voll dabei. Fein. Jetzt muss ich eigentlich nur noch Chester erwarten. Was machen wir so lang? Während wir auf Chesterino warten. Heilung will ich dabei haben. Das können wir aber mal hier da reinlegen. Den brauche ich nicht mehr. Auch wenn ich gerade ein bisschen friere. Na gut, komm, wir machen ein bisschen Feuer an. Damit wir uns wieder aufwärmen können. Ich glaube, die Nacht werden wir einfach in unserem Lager verbringen. Wir haben ja auch keinen Minenhelm. Nichts haben wir. Vielleicht können wir uns gleich wieder was zu essen machen. Komm. Und wir sollten vielleicht auch wieder auf Nahrungssuche gehen und so. Was? What the fuck? Wieso? Hi, Chester, hi. Komm, wir gehen, bevor dieses Geräusch hat mir Angst gemacht, eindeutig. Aber keine Lust auf diesen Foe-Gegner, was auch immer. Wird das gerade gruseliger? Wieso Geister, okay. Ja, bei Geistern ist es immer gruselig. I understand it. Das sind ja auch Geister. Okay, hier geht's weiter. Oh man. Das Gute ist, dank Chester können wir hier endlich weiter. Ja, die werden wir mitnehmen. Komm. We needed this. Shit. Wir haben nicht mehr viel nämlich. Das passt mir ganz gut, dass es gerade Vollmond ist. Aber sowas von. Dann können wir nämlich weitergehen. Wir müssen den Pflanzen vielleicht mal Fleisch oder so vorsetzen. Ja, ich glaube, wir werden ein paar Tiere töten und dort dann das Fleisch hinlegen. Könnte es sich als gefährlich erweisen, aber naja, passt schon irgendwie. Sonst wird das ja nicht gefüttert, oder? Wenn wir da Fleisch hinlegen, dann vielleicht wird es gefüttert. Und dann erwachen die Augen zum Leben. Und futtern die Bienen. Und na, ich will jetzt nur Berries. Berries sind der Schlüssel zum Glück. An Fleischbällchen. Fleischibällchen. Wir brauchen alle Fleischibällchen. Denn nur jedes Fleischbällchen macht dich glücklich, nicht wahr, Kleine? Du bist ja nicht mal scharf auf Gemüse. Ah. Okay. Habt ihr, es regnet immer weiter und weiter. Das ist ja voll normal. Oh, schau, unser Gehirn geht wieder hoch. Dank dem Regenschirm. Gute Wahl. Oh, Mann. Okay, Chester. Du hast einiges. Wegen dir haben wir einiges durchgemacht. Wirklich, nur wegen dir. Nicht wegen mir oder so.
Zum Glück ist das hier kein Dark Souls, wo alles verschwindet nach einer Zeit. Das habe ich nicht aufheben wollen. Los! In Store. Habe ich auch nicht aufheben wollen. Ja, hier. Irgendwas ist spoiled. Stand da doch vorhin. Ah, ja, hier auch her. Ist das nicht auch Fleisch? Das ist doch sowas von Fleisch. Das werden wir gleich mal hier. Damit können wir sowieso nichts anfangen gerade. Wir schmeißen das Auge hier erstmal. Lassen wir das Auge hier kurz. So, damit unser. Da. Pflanze ernähren sich doch von sowas. Oh Mann, wieso seid ihr jetzt hier? Hört auf! Was ist das? Ist das eine Gang? Leg das ab! Du Idiotin! Da, fress das Pflanze! Sind die tot? Kann das sein? Kann mir mal jemand sagen, was hier abgeht? So, komm, Chester. Wir müssen uns beeilen ein bisschen. Wir essen schon mal hier noch ein paar lecker Fleischberries. So. Wollten wir nicht. Wo wollten wir eigentlich hin damals? Das können wir auch alles abholzen, aber gab's hier nicht. Da wollte ich hin. Okay, müssen wir doch zu den Bienen. Haben wir denn noch genug Platz? Ja, wird bestimmt reichen. Wir schauen uns mal an. So, lass uns hier in Ruhe. Oh Gott. Alles voll mit diesen. Oh, hör doch auf! Ich schwöre, ich töte die irgendwann alle. So, hier ist nämlich die tolle Potato. Okay. Den Hammer brauche ich erstmal. Oh, nochmal. Oh. Aha. Kaka ist da auch drinne. Und Gras und ein bisschen Holz. Ja. Noch mehr Kaka. Ja, quasi aus dem, was das besteht eben. So, dann erstmal hier wieder anziehen. So, ist das nicht schön? Wir kriegen alles, was wir brauchen, um dann die besseren Dinger vor allem zu bauen. So. Weiter geht's hier. Komm mal hier ein bisschen weiter. Viel angenehmer. Und noch mehr. Jo. Sehr gut. Gute Wahl. Wird es nicht regnen, wisst ihr. Dieser Regen, der nervt schon irgendwie. Würde die alle töten. Haben wir genug. Wir haben doch genug Helm, oder? Wir töten sie jetzt einfach. Ja, wir locken die erstmal hervor. Oh ja, 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 kommt. Ja, jetzt greifen wir die alle an. So, schön hier einzeln. Naja, also in einzelnen Gruppen. So, ja, die locken wir auch ein bisschen hierher. So, komm her! So, das macht das nämlich viel einfacher. So, viel einfacher, oder? Ja, wartet mal. Setz den dummen Hammer da rein. Wir könnten den Rest hier noch brauchen irgendwie. So. Ihr Bienen, passt lieber auf, ja, dass ihr mir ja nicht auf den Sack geht. Kann das nicht storen? Wirklich?
Okay, dann lassen wir den Rest hier einfach wartet, aber den Honig natürlich nicht. So, den haben wir es ordentlich gezeigt, ja. Und die da unten, die werden auch noch irgendwann ihr blaues Wunderwerk erleben. Wir lassen uns nicht hier von kleinen Bienchen aufhalten und vernichten und stören. Nein, wir sind diejenigen, die stören werden. Irgendwann, zu irgendeiner Zeit. Wieso ist hier überall Kotze? Also das Rott, 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 Verrott. Wieso habe ich das jetzt gesagt? Gute Frage. Manchmal macht man gern Dinge oder signalisiert meinem Körper Dinge, die ich dann ausführe, ohne dass ich darüber nachdenke, könnte man sagen, ja? Das ist... Hat unser Regenschirm einen? Na, achso, wir wurden ja ein bisschen nass. Ach ja, zum Glück ist wieder Vollmond. Junge, hätte ich fast vergessen, dass es schon Nacht wird. Wenn jetzt nicht Vollmond gehabt, ich würde, hätte es schlecht enden können. Aber nur leicht. So, so. Wieso wollte ich eigentlich den Frühling? Ach ja. Haben wir jetzt den schönen Minenhelm wieder aufgehabt? Irgendwann. So, wir sind wieder trocken. Leider ist es Nacht und da geht unser Gehirn ein bisschen runter. Ich weiß nicht wieso, aber ist so. Ist so. Da lang, oder? Oder egal, eigentlich wahrscheinlich. Bevor wir uns aber unsere kleine Farm aufbauen, werde ich natürlich dasselbe machen wie einst. Wir werden uns hier von der schönen Erde was nehmen und durch Stein ersetzen. So wie wir es hier gemacht haben. Das ist doch cool. Wieso frieren wir immer noch? Oh, Junge. Hast du nicht gecheckt? Der Winter ist vorbei. Wir haben jetzt schön, mehr oder weniger schön Frühling. Noch ist es ja noch nicht ganz warm, ich weiß. Ja, ja, ja. Und es donnert ein bisschen. Honigdinger sind auch okay, glaube ich. Müssen wir auch irgendwann mal machen. Na, wollen wir... Komm, wir haben jetzt sehr viel Holz. Wir machen uns hier ein kleines Lager. Und werden dann erstmal alles... Komm, Chester, Chester, Chesterino. Aha, Chesterino. Okay. Wollen wir erstmal gucken, ob wir hier irgendwas haben, wo das reinpasst, theoretisch. Das passt zu uns rein. So, haben wir schon irgendwo Kacke platziert? Nein. Sehr gut. Wieso? Seht ihr das? Ich sehe da keine... Warum sind da keine Fleischbällchen mehr abgebildet? Ist das ein Fehler, oder? Ein Bug? Wieso? Ich kann mich nicht erinnern, dass wir letztes Mal so einen Bug hatten. Ah, warte, hier, perfekt. Wir können auch Holz einmal ablagern. Wir haben jetzt auch ziemlich viel Dings. Lagern wir auch einmal ab. Den Hammer werden wir auch erstmal ablegen. Und da ist der Stein. Der ist errötet. Was doch theoretisch heißt. Ja, komm hier auch rein. Dass das heißer wird wieder oder so. Kein Platz mehr, oder? Ja. Kein Platz mehr, kein Platz mehr. Ah, oh, Platz. So. Das bleibt dort. Da haben wir unsere Nahrung. Okay. Wir haben jetzt zwei Nächte gemacht, oder? Muss reichen für heute. Leute, verabschiede mich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wieder mal, ja, nachdem ihr drei Tage kein Don't Starve hattet. Oder vier. Jedenfalls hoffe ich, es hat euch gefallen. Ein Däumchen würde mich freuen, wenn ihr diese Folge gut fandet oder überhaupt das Projekt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, also morgen. Und schauen mal, was wir so weitermachen. Irgendwann gehen wir tatsächlich schon mal... Nee, wir bauen uns... Wir machen uns unsere neue Rüstung. Also, bis dahin. Ciao.